Liebe Miri, was ich gerne von dir wissen möchte, ist, wie viel Musik konsumierst du? Kannst du das so sagen? Und wo konsumierst du am liebsten Musik? Ich fürchte, dass ich eine wahnsinnig spießige Musikkonsumentin bin, im Sinne von, ich stehe mit Musik auf, ich trinke meinen ersten Kaffee zu Musik, ich höre tatsächlich Musik bei der Arbeit, wahlweise aus dem Radio oder über diese Musikstreaming-Formate, die es gibt. Abends dann die eigene Musik. Entweder von einer Platte. Ich habe zuletzt zum letzten Weihnachtsfest wieder einen Plattenspieler geschenkt bekommen, was ich super finde. Du liegst voll im Trend, weil Vinyl hat gerade einen Mini-Boom. Ja, ich mache den Mini-Boom mit. oder eben von CD. Das heißt also morgens Radio, Musikstreaming, tagsüber Musikstreaming, abends die eigene Library, wie es so schön hat. Ach ja, und unterwegs natürlich während des Joggens zum Beispiel die Playlisten vom Smartphone. Also eigentlich permanent. Hast du schon mal von Playfair gehört? Das ist so eine Kampagne, die eine Aufklärung leistet und jungen Leuten Orientierungshilfe gibt und sagt, hier bist du bei einem legalen Download-Anbieter, sowas wie Spotify zum Beispiel. Wie wichtig findest du das, dass es diese Aufklärung gibt? Sensationell, super wichtig. Ich bin auch in einer Generation groß geworden, wo es Napster und Co. gab und massig illegal Musik downgeloadet wurde. Und das kümmert die ganz, ganz großen Bands, die ohnehin die Millionen und Milliarden auf dem Konto scheffeln, nur so mittelmäßig, aber alle Bands darunter, erfolgreiche, mittelerfolgreiche oder Newcomer, haben darunter enorm zu leiden, wenn sie einfach für ihre Kunst nicht bezahlt werden. Ja? Also das ist Arbeit und Arbeit muss bezahlt werden. Es kann ja auch niemand von mir verlangen, dass ich Bücher ohne Ende schreibe und die dann für 0 Euro und das Volk verteile, weil am Ende des Tages frage ich mich natürlich auch, wovon zahle ich morgen optimalerweise mein Bio-Vollkornbrot und wenn es halt nicht geht, dann das Aldi-Vollkornbrot. Also insofern ultra wichtiges Thema und je früher man damit anfängt, umso besser. Weil letztlich ist es auch eine Wertschätzung von Musik. Alles, was es für umsonst gibt, wird nicht mehr gewertschätzt. Und Musik ist Teil unserer Kultur. Musik entsteht unter Mühen, unter dem Aufwand von kreativen Kräften und deswegen muss das anständig honoriert werden. Ganz einfach. Sehr, sehr, sehr schön gesagt. Als letztes entlasse ich dich mit einer bunten Frage, wenn du dir aussuchen darfst, neben wem du drinnen sitzen dürftest. Gibt es da oder vielleicht auch einen Wunschkandidat, der noch gar nicht da ist? Wer wären so deine Lieblingsbegleiter beim Echo? Ist James Franco eingeladen? James, I know you're into film business, but how about recording an album? You'll be at my side.